Yo Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge The Witcher 3 Wild Hunt. Ich bin schon wieder ein bisschen erkältet. Yep, das dritte Mal dieses Jahr. Ich war am Wochenende weg. Und wenn ihr auch so eine tolle Erkältung haben wollt wie ich, geht einfach bei kaltem, nassen Wetter ein bisschen spazieren und schon habt ihr am nächsten Morgen einen Schnupfen. So, wir waren in der letzten Folge dabei, mit einem Ritual das Ding aus dem Wald wieder in eine neue Form zu bannen. Aber irgendwie, ich muss ganz ehrlich sagen, ich traue dem Ding nicht. Wir haben jetzt hier nochmal drei Varianten. Nein, ich werde dich doch töten, das Wesen im Baum überlisten und zerstören und das Ritual beginnen. Und ich würde ganz gerne irgendwie die zweite Option wählen, denn es ist nicht abzustreiten, dass dieses Wesen unzählige Menschen getötet hat, obwohl ich in Moom auch nicht wirklich weiter trauen kann. Wir nehmen das hier. Ich will wissen, was hier passiert. Es ist eine neue Option, wir probieren es mal aus. Hier sind die Rabenfedern. Einst war ich frei. Ich werde wieder frei sein. Hier sind deine Überreste. Einst war ich Fleisch. Ich werde wieder Fleisch sein. Nein, ich sollte jetzt dein Blut fließen und das Pferd davon trinken lassen. Das werde ich aber nicht tun. Ich traue dir nicht. Ich muss dich aufhalten und zerstören. Verrat! Wow, das ging wirklich wahnsinnig schnell. Und dafür bekomme ich Diamantstaub. Und dem Pferd geht's gut. Alles für die Tiere. Nun gut, wir müssen nach draußen gehen. Und der Dorfälteste ist irgendwie ganz in der Nähe hier. Na, wo ist der gute Mann? Ach, hier drüben. Wie es scheint, wurde der Werwolf getötet. Ich habe euer Problem gelöst, aber meidet den Flüsterhügel trotzdem für eine Weile. Ist nicht wahr. Da hat was gelauert? Ich weiß nicht, was da gelauert hat, aber es lauert nicht mehr. Was hast du gemacht, Hexer? Das Herz des Baums war besessen. Ich habe das Herz zerstört und das Wesen, das sich seiner bemächtigt hatte. Also war es ein Geist. Kommt er zurück? Nein. Die Muhmen, ihr nennt sie Herrinnen des Waldes, sagten, ich soll den Lohn von dir fordern. Sicher weißt du, was sie meinen. Ja, das weiß ich. Gib mir den Dolch. Bin gleich zurück. Die Bezahlung. Bring sie den Herrinnen, ja? Was zum Teufel war das? Das ist der Pakt. Du kennst das Leben hier nicht, Fremder. Dies ist die Bezahlung für ihren Schutz. Die ganzen Ohren im Wald sind also... Vergiss es, Meister. Du ziehst bald weiter, aber wir bleiben zurück. Und unsere Kinder und deren Kinder. Über Wählen wachen weder Herren noch Götter. Es ist Niemandsland. Wer überleben will... muss seinen eigenen Schutz suchen. Schwert weg, Junge! In Wahrheit ist er sogar noch süßer. Und ihr seid so anders als auf dem Wandteppich. Nun, her damit!
sollst es vorbringen, nicht begaffen. Hintergehe uns nie wieder! Wir vergeben dir deinen Fehltritt. Du hast deine Sache gut gemacht. Die Kinder sind drall wie Ferkel und süß wie Karamell. Doch jetzt müssen wir mit unserem weißhaarigen Freund sprechen. Ich kenne dieses Zeichen. Das ist Anna, die Frau des Barons von Krähenfels. Sie gehört keinem Mann. Sie trug eine Frucht im Bauch, gewachsen aus dem Samen meines Mannes, den sie hasst. Wir halfen ihr. Dafür dient sie uns. Sie trägt das Zeichen. Sie gehört uns. Es ist doch eine andere Frau, die dich interessiert. Sprich, Weißhaariger. Im Wandteppich habt ihr anders ausgesehen. Wir haben uns für dich hübsch gemacht. Wenn du wüsstest, wie lange wir vor dem Spiegel gestanden haben. Begehrst du uns? Ich bin beeindruckt. Polymorphie, ein seltenes Talent. Oh, ich würde dir noch den letzten Tropfen aussaugen. Ah, ich würde mit dir verwoben sein. Ich wäre deine Beste und Letzte. Deswegen bin ich nicht hier. Ihr habt mich den Flüsterhügel zähmen lassen. Das war viel Arbeit. Nichts ist umsonst, tapferer Mann. Hast du die bösen Mächte vernichtet? Unserem Reich Frieden gebracht? Ja. Welch Glück, einen so tapferen, fähigen Ritter gefunden zu haben. Wessen Geist war da im Baum gefangen? Der Geist von jemandem, der einst den Tod betrogen hat. Doch dich konnte sie nicht täuschen, tapferer Recke. Du hast die Welt von einem großen Übel befreit. Unser Abkommen. Mein Teil ist erfüllt. Jetzt seid ihr dran. Ein Wort, das wir geben, halten wir auch. Das Mädchen, Aschblond. So nennen sie das. Fingerdünn, verstört und erschöpft, konnte kaum stehen, das arme Ding. Wir sorgten für sie so gut wir konnten. Als wäre sie unsere eigene Tochter. Vergebliche Liebesmüh, ein ungezogenes Mädel. Verschlagen, bockig. Selbstsüchtig. Die junge Frau, die ich suche, hat noch nie jemanden grundlos verletzt. Hast sie lange nicht gesehen. Sie hat sich zu ihrem Nachteil verändert. Warum hat sie euch angegriffen? Sie ist nicht mehr das Mädchen, das du kennst. Ihr Zorn verzehrt sie. Ich glaube euch nicht. Ihr haltet angeblich immer Wort, also sagt mir alles genau so, wie es passiert ist. Wir sagen es dir, tapferer Junge. Wir wussten, dass jemand Besonderes kam. Wir lasen die Eingeweide und sahen die Omen. Wir sahen ihr Ebenbild wie eine Fata Morgana in einer Pfütze. Sie kam aus dem unteren Sumpf. Zuerst wussten wir nicht, dass sie die Angekündigte war. Ein Kind des älteren Blutes, der gesäte Samen, der zur Flamme wird.
Sie fielen uns in die Hände. Älteres Blut. Das Blut der Verräterin. Schläft sie jetzt? Wie ein Lamm. Kommt, Schwestern, nicht getrödelt. Der Tisch ist gedeckt, der Kessel brodelt. Das dürfen wir nicht. Sie ist doch für ihn. Emlerit kriegt sie, ja, ja, aber nicht am Stück. Gut gesagt. Wir werden nur mal kosten. Ich will ihre Füßchen. So dick. Perfekt für eine Brühe. Oh, ich kann sie schon schmecken. Wunderbar. Geh schon. Das sollst du bereuen, Mädchen. Bitter bereuen. So, wir spielen wieder Ciri gegen Ertrunkene und irgendwelche anderen Biester. Oh, ich habe eine neue Fähigkeit. Wow, wow, wow. Und ich habe Probleme. Richtig, richtig fiese Probleme. Alles klar, die Biester hier machen wir schon platt. Wir haben eine wahnsinnig schnelle Regeneration. Immer schön hier in Bewegung bleiben. Wow, 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 Jungs. So geht man aber mit einem netten Mädel nicht um. Okay, ich glaube, es kommen immer wieder neue. Wir sollten einfach hier der Spur folgen. Ist wohl doch am klügsten. Sie schlachten wie ein Tier und dann fressen. Ihr Blut und ihr Geschmack haben uns an unsere Jugend erinnert. Älteres Blut. Außergewöhnliches Mädchen, wie du weißt. Wie schade, dass sie geflohen ist. Ihr habt versucht, sie zu töten. Das vergebe ich euch nicht. Sinnloses Gerede. Unsere Schicksale sind für wahr verbunden. Doch das trägt jetzt noch keine Früchte. Jetzt sollst du Schatten jagen und im Nebel wandern. Wenn du sie siehst, wird sie ein Trugbild sein. Und wenn du sie findest, wenn, dann wird sie sterben. Wir sehen uns, hübscher Ritter. Tja, die Mumen, schreckliche alte Weiber, wie ich finde, aber angeblich sagen sie immer die Wahrheit. Jetzt würde ich nur ganz gerne wissen... Verdammt. Was ist aus den Kindern geworden und können wir hier drüben rein? Wir können hier drüben rein, aber ich glaube, hier kann ich so oder so nichts mehr mitnehmen. Obwohl, hier ist noch ein bisschen was drin. Na gut, die Sachen klauen wir alle mal. Wenn man schon hier ist, dann sollte man alles mitnehmen.
Gut, wir haben auch die Frau des Barons gefunden. Die Alte, die auf die Kinder aufgepasst hat, war die Frau des Barons. Kann ich hier unten hin? Vielleicht sind hier unten die Kinder. Benutzen, Geralt. Ich würde es gerne benutzen, aber es geht nicht. Nö. Ich kann's aus irgendeinem Grund leider nicht benutzen. Warte, eben gerade stand doch irgendwas anderes. Öffnen. Jetzt geht's. Oh, wo bin ich hier gelandet? Aber vielleicht sind die Kinder noch am Leben und wir können sie retten. Erst mir die ganzen Sachen mitnehmen. Kids, seid ihr hier? Der Onkel Geralt ist hier. Er möchte euch retten. Eine kleine Rune. Ich würde gerne mal wissen, was genau machen sie mit den Kindern? Ich meine, sie mästen sie, ja, wie in Hänsel und Gretel. Was ist das hier drüben? Das ist kein Kind, das ist ein Rind. Egal, wir klauen hier erstmal alles. So wie man es eben kennt. Altes Ziegenfell hier unten, das ist auch kein Kind. Ein erwachsener Mann. Er sieht irgendwie so ein bisschen verbrannt aus. Tja, aber sonst können wir hier unten leider nichts mehr machen. Na gut, wir haben neue Stiefel bekommen, neue Handschuhe und einen Skillpunkt. Deswegen, nein, nicht hierhin, sondern hierhin. Schauen wir mal, was nehmen wir denn? Der neue Skillpunkt. Hier weitermachen. Rüstung schmelzen. Ja komm, machen wir hier weiter, dass wir hier auf die nächste Stufe kommen. Ansonsten schauen wir mal, was das hier für neue Stiefel sind. Nee, meine sind besser und die Handschuhe sind meine auch besser. Irgendwie bekomme ich hier nur so einen alten Rotz. Ich habe schon gedacht, wir bekommen endlich mal irgendwas Neues, Cooles, aber irgendwie die Belohnungen sind bis jetzt alle sehr dürftig. Oh, Kronen. Das Beste, was ich bisher gefunden habe. Ein paar Kronen. Und ein Weinstein. Nun gut, Ciri sollte von denen hier gegessen werden. Das alte Blut, sehr, sehr köstlich. Vielleicht kann ich mit der Alten noch reden. Vielleicht ist die irgendwo hier. Die Frau des Barons. Die ganze Gegend ist irgendwie verlassen. Niemand hier. Gehen wir mal hier drüben hin. Ob hier jemand drin ist? Die Kinder sind alle weg. Und die Frau des Barons? Auch alle weg. In dem Gebäude. Ja, die Frau des Barons scheint auch mit den Moon gegangen zu sein. Gut, wir wählen aber eine andere Quest aus, denn ich wollte hier noch eine Nebenmission machen. Und zwar, hier drüben hatten wir noch eine ganz nette Nebenmission. Das Zimmer, nein, Hexerauftrag. Das Ding aus dem Sumpf. Empfohlen Stufe 12. Kriegen wir hin. Wählen. Alles klar, 200 Fuß. Ist ganz in der Nähe hier. Da wetzen wir mal los. Und schauen mal, was das Ding aus dem Sumpf genau darstellen soll. Ertrunkener. Oder wie ich sie ganz gerne nenne, Betrunkener. Wir sind wahrscheinlich Betrunkener. Zack. Der eine hier steht jetzt unter meiner Kontrolle und trotzdem bringt es wenig. Also verbrennen ist irgendwie nützlich, ja? Schwalbe. Habe ich endlich herstellen können. Ein bisschen Schwalbe. Damit wir uns hochheilen können im Kampf. Wow, 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 wow. Die schenken mir gerade gut ein, die Jungs. Komm schon, der eine brennt. Direkt hier nochmal Schwalbe nehmen, aber ich muss auch so ein bisschen auf die Vergiftung achten. Ja, Schwalbe bringt schon was. Und der nächste hier. Leider nicht verbrannt. Dass die Gegner so stark unterwegs sein können. Besonders hier diese lächerlichen Ertrunkenen. Man sollte sie echt nicht unterschätzen. Alles klar, jetzt hole ich mir den hier. Ja, komm doch her. So. Einer weniger. Bams, nochmal hier mit der Armbrust gegeben. Wow, 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 wow. Und beide brennen. Sehr schönes Ding.
Yes, wir haben sie. Alles klar, sehr gut. Ich will euer Gehirn, ich will eure Zunge. Ich will alles. Ich will euch wirklich komplett ausnehmen. Immer diese Betrunkenen. Immer diese Betrunkenen hier im Sumpf. Wir sollten meditieren. So, meine Tränke sind auch wieder alle voll. Sehr, sehr praktisch. Ja, Kräuter nehme ich jetzt immer alles mit, wenn ich drüber laufe. Denn wir haben es ja bei der Schwalbe hier gemerkt. Je mehr, umso besser. Hey da, Meister. Bleib weg vom Nebel, wenn dir das Leben lieb ist. Alles klar, der Mann weiß irgendwas. Pass auf, Herr. Ein Monster streift durch den Sumpf. Geh in den Nebel, dann wirst du nie mehr nach Hause kommen. Ja, und da gehe ich genau jetzt gerade rein. Also, erzähl mir mehr über das Monster. Dieses Monster. Erzähl mir mehr. Ich habe es selbst nur einmal gesehen. Und das aus der Ferne. Und nach Einbruch der Dunkelheit. Es drehte sich um. Und ich sah Augen wie glühende Kohlen. Und ein Maul voller Reißzähne. Humanoid. Nachtaktiv. Hm. Der erste Angriff. Weißt du noch, wann der war? Vor einer Woche ungefähr. Als Borin verschwand. Merek und Tomil haben ihn gesucht. Aber die sind auch nicht wiedergekommen. Ich hatte Angst. Niemand traut sich mehr in die Sümpfe. Das Lager ist verlassen. Und das bei so hervorragendem Torf. Kohlschwarz und ölig. Brennt toll und ist geeignet zum... Faszinierend. Um jedoch beim Thema zu bleiben. Du hast wohl die Bekanntmachung in Niederwirr ausgehängt. Ja, das war ich. Gut, dass sie jemand gelesen hat. Ich habe einem Schreiber ein Dutzend Eier gezahlt dafür, dass er sie verfasst. Ich kann helfen. Gegen eine Gebühr. Freilich. Nicht mal ein Ochse zieht den Pflug umsonst. Kluger Mann. Also. Ich fürchte, ich brauche mehr als ein Ochse. Wie viel genau willst du zahlen? Oh, oh. Okay, wir machen mal hier 250, oder? Oh, Meister, du verkaufst deine Dienste aber teuer. Na schön, ich bin einverstanden. Na schön, Zeit, dass ich mich dran mache. Wo finde ich das Monster? Geh nach Süden. Aber Vorsicht, über den Sümpfen ist die Luft schlecht und voller Pocken. Brennt in den Augen, kratzt in der Kehle. Zum Ersticken. Mach dir hier mal keine Sorgen. Damit werde ich schon irgendwie fertig. Erstmal raube ich dich aus. Das ist Tradition. Wenn der Hexer kommt, verliert man seine Waren. Wahrscheinlich hier drüben bei dem Haus, oder? Das ist kein gewöhnlicher Nebel. Der Geruch, fast metallisch. Okay, Sauerstoff. Alles klar, warte mal, hier drüben ist eine Leiche. Also im Nebel darf ich nicht lange rumspazieren. Hatte nicht mal Zeit, die Waffe zu ziehen. Das Monster muss ihn überrascht haben. Arme Sau. Aber wenigstens sind seine Sachen noch hier. Das bedeutet, ich kann mir alles nehmen, was ich haben möchte. Also her damit. Dankeschön. Dankeschön. Ah, Moment, hier drüben ist noch ein Sack. Noch irgendwas hier, das wir looten können. Wir scheint nicht. Können wir den Nebel vielleicht irgendwie zum Explodieren bringen? Das wäre natürlich sehr interessant, wenn sowas gehen würde. Also, wieder rein. Oh, der Shit, der brennt gut, hä? Das Auge von Nihali. Ich sollte es benutzen. Erstmal müssen wir die hier loswerden. Hier ist etwas. Wo ist das Artefakt, das Kayla mir gegeben hat? Ja, Moment, eine Minute. Ich muss erstmal hier die Betrunkenen des Dorfes. Ich muss das Auge benutzen. Aus dem Weg räumen. Der ist auch ein bisschen verwirrt, ne? So.
Und der letzte hinterher. Mach mir hier keinen Ärger. Boah, ich finde, ich sollte mich nochmal hier mit Meditation ein bisschen ausrüsten. Wäre vielleicht ganz klug. So, die Sachen hier nehme ich mit. Na, der hatte gar nichts. Okay. Aber der hier. Gut, meditieren wir eine Runde. Also, das Auge. Ich weiß gar nicht, wie konnte ich das nochmal bitte schön verwenden? Erstmal hier Hexersinn. Ah, hier drüben. Moment, interagieren. Die Spuren wurden magisch verschleiert. Es wird interessant. Okay, jetzt will man wissen... Verschiedene Klauenspuren. Da haben wohl ein paar Exemplare gefressen. Ich habe es wohl mit einem alten Nebling zu tun, der sich hinter einer Illusion verbirgt. Ein Nebling? Ui, ein Nebling. Gut, schauen wir mal rein. Der sollte hier drin sein. Nebling, zu was gehört der? Da ist der Neckar. Ertrunkene Ghule. Hier. Nebling. Anfällig für Gwen. Alles klar. Ein Nebling. Gut, und ich würde sagen, dem Nebling, den stellen wir uns in der nächsten Folge, denn die hier ist schon wieder zu Ende. Wie immer, danke fürs Zusehen. Vergesst nicht die Kommentare und die Bewertung. Würde mich wahnsinnig freuen. Ein kleines Tschüss jetzt, weil ich erkältet bin. Bis zum nächsten Mal und Tschüss.